Und hatten wir denn hier ein Objekt Holzbänke? Haben wir hier wirklich Holzbänke verwendet? Ich bin mir aber für nichts zu schade, ehrlich. Denn. Ich glaube, da ist jemand gestorben. Vom Radio. Ihr hört Harrison Wolf und den beliebtesten Radiosender von Two Point County. Dann legen wir doch erstmal irgendwas aus der Top Ten auf, was? So, erstmal ein paar Stühle hier, ein paar Sitzgelegenheiten. Hier ist ja Behandlung, ne? Das heißt, wir brauchen hier erhöhte Gesundheit. Ist hier irgendwo Platz? Hier. So. Jetzt gucken wir mal. Hier vielleicht noch was hinkriegen. Ne. Ne. Machen wir hier ein Bücherboard hin. Wir müssen das ja noch irgendwie grün kriegen, ne? Ist halt Holzklasse, ne? Das ist hier für Kassenpatienten. Hier machen wir so eine Hundeecke hin. Ne? Haben wir denn nur einen für Spritzen? Schon fast Massensterben hier, oder? So, dann lass uns doch mal gucken. Also hier muss noch irgendwo Essen, Trinken hin. Es gibt da diese Pflanze hier in der Tonkabine. Und ich muss euch sagen, die gruselt mich. Wirklich. Wer hat sie dorthin gestellt? Deine Mutter. Warum wächst und wächst sie? Eins ist sicher. Ich werde sie nicht aus den Augen lassen. Zur Entspannung nun ein wenig Musik. Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Easy-Scans verlangt. Mhm. So. Nicht jetzt speichern. War doch gerade. Spiel. Hm? Machst du mit Absicht, oder? Ach, guck mal, der Niklas ist wach geworden. Guten Morgen.
Oh. Machen wir hier noch was Grünes hin, ne? Machen wir anders. Komm mal her. Stellen wir die Pflanze hier hin. Die fleischfressende Unterhaltungspflanze dahin. Und dann müssen wir noch irgendwas. Haben wir doch bestimmt noch so Unterhaltendes. Schminkkabine ist ein bisschen groß, ne? Ja, die ist hier für die Ecke, ist die ein bisschen groß. Was halten wir denn von dem Ding hier? So, Bananentelefon. Komm. Wenn das hier mal keine Spielinsel ist, oder? Die wieder nicht hier reinpasst, ne? Dann gibt es eben keine Kuckucksuhr. Mein Gott, wenn das Spiel nicht will. Sitzgelegenheiten dürften wir mehr als genug haben. Essen, Trinken haben wir. Das ist nicht das Problem. Genau, Heizung wäre vielleicht nicht so ganz verkehrt, hier nochmal irgendwo einen Heizkörper hinzusetzen. So hier zum Beispiel. Come on. Und dann packen wir hier einen hin. So, geht nämlich auch so, weißt du? Hier was zu lesen, da ist schon was zu lesen, alles klar. Hier könnte zum Beispiel noch ein Bücherboard hin. Kriegen wir hier noch eine kleine Pflanze zwischen. Schade. Packen wir sie da ein. Packen wir hier noch eine Pflanze hin. Mülleimer wäre auch nicht schlecht. Temperatur haben wir ja jetzt. So, machen wir da noch Mülleimer hin. Hier sind ja welche, das ist nicht so schlimm. Hier hinten ist natürlich noch ein bisschen sehr wenig, ne? Mal gucken, was wir da noch reinbauen. So, wo können wir denn noch so ein Spielautomat? Hier passt zum Beispiel so ein Spielautomat hin. Nehmen wir den von Sega. Guck mal, der Hund reitet auf einer Ente. Was wollen wir denn mehr? Wer? Hoffen wir nur, dass sie da oben genügend Vorräte haben und weiterhin. Ja, alles gut hier. Alle empfangen können, denn dieser nächste Song ist für sie. Nee, das gefällt mir nicht. Das ist zu breit. Dann nehmen wir den mal. So, dann hört auch keiner ab, weißt du? Ja, da passte keine Pflanze rein. Da haben wir alles. Da könnte vielleicht noch ein Bild oder so hin. Ne, irgendwie will da nichts hin. Stich. Patienten werden gebeten, sich wie Erwachsene zu verhalten. Ja, sie da meine ich. So, was haben wir denn noch? Irgendwas Dekoratives? Was wäre denn, wenn wir hier zum Beispiel Münzspiel, Blume, Blume? Guck mal, wie schön das wird. Das können wir hier nochmal wiederholen. Dann machen wir hier noch eine Blume hin. So, hier noch eine Blume hin. Noch irgendwas Blödes dazwischen. Bananentelefon zum Beispiel. Das wurde auch irgendwie unterhaltsam, ne? Bananentelefon, wo ist es? 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 Bananentelefon? Hallo, da.
Ist das nicht schön geworden? Hm? Gut, wir brauchen noch ein Spritzenhaus, Fachmann. Das ist immer noch nicht fertig. Ja, habe ich gerade gesagt, ne? Wir brauchen ein Spritzenhaus, Fachmann. So, befördern wir mal. So, hallo Harald, ich grüße dich. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Verdiene 400, das sollten wir hinkriegen. So, du brauchst eine Instandhaltung 1. Da haben wir zufällig jemanden. Du und du und du und du. So, dann kriegen wir davon schon viele weggearbeitet. Und jetzt können wir auch noch hier die... Nee, warte mal, warte. Hier muss ich doch hin. Und, dann mach du doch mal Mechanik. Hier, die bessere. So machen wir das. Da müssen wir einen ausbilden in Spritzentechnik. Das heißt, wir brauchen einen neuen Krankenpfleger. Unhygienisch bestimmt nicht. Ja, nicht unbedingt. Nee. Joam. Nee. Ja, komm, nehmen wir dich. Spritzenverwaltung, da gibt es hier einen und genau so machen wir das. So, Spritzenverwaltung ist allerdings ein heilender Job, dementsprechend kriegst du erstmal... Ah, das Wackeln ist gar nicht so schlimm, das hält der Fussel aus. Und natürlich, deine Farbe ist grün. Achso, du bist Fremdausbilder. Ich wollte gerade sagen, warum hast du die falsche Farbe? So. Ich habe keinen für Instandhaltung 2? Kann ich mir vorstellen. An der Aufnahme wird ein Assistent benötigt. So, damit bricht das auch wieder zusammen, sehr gut. Dann hat da hinten irgendwie was. Ach so, du warst gerade dran. Ja, Entschuldigung, hab ich so nicht gesehen. Ja, es wäre ja schön, wenn ihr das hier mal alles hinkriegtet, ne? Meine kleinen Schnecken. Geh so liebevoll mit meinen Mitarbeitern um, weißt du? Nur mit den Mitarbeitern. Mitarbeiterin würde ich natürlich niemals so bezeichnen. Die würde ich vielleicht als fette Schnecke bezeichnen. Was? Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Ja, das könnte weg, ne? Komm, mach mal fertig, wir machen zu. Du machst ja alles kaputt. Das neue Hit-Album von Jasmine Odyssey. Mit ihren Hit-Singles Nice Smelling Face. Und Fish Whispers.
Das neue Hit-Album von Jasmine Odyssey. Haben wir denn jemanden, der sich gerade um das Feuer kümmert? Ich misch mich noch nicht ein, ne? Direkt aus den Wolken. Das ist Radio Two Point. Weiterbildung abgeschlossen. Na, die ist jedenfalls gerettet. Feuerübung. Es gibt wirklich ein Feuer, die beste Gelegenheit zu üben. Alles klar. Ich lass das mal zu, aber bau da mal einen neuen Feuerlöscher rein. Die kommen gleich, die sind gerade in Ausbildung. Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. Das wäre lieb. So, wir brauchten noch ein neues Spritzenhaus, ne? Ah, das ist ein bisschen groß. Das stimmt. Aber soll sich auch irgendwie reinpassen. Hier, ne? Machen wir die Dinger hier an der Wand. Hoffe, ich treffe immer. Ein bisschen drauf konzentrieren. Ja, ich hatte gerade, hatte ich ihn da. Oh. Wir haben ja einen, der ausgebildet ist. Also insofern müsste... Ultraschallkanone haben wir eingerichtet, ne? Ja, sogar mit Feuerlöschern. Kann das sein, dass wir hier keine Feuerlöscher reingebaut haben? Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich. Geht doch nicht. Ja, auch nicht. Doch, ein. Sagen. Hier ist aber auch keiner drin, ne? Was ist hier für eine Schlamperei? Also wirklich, das geht doch nicht. Ja, nicht speichern. Jetzt hör mal endlich mit diesem Speichern auf. Ist doch fürchterlich. Sterben ist auch fürchterlich. Hört auf damit. Hier ist so schön. Ihr müsst hier nicht sterben. So. Will mehr Geld. Ja gut, komm, aber du läufst auch schnell. Das ist in deinem Job wirklich wichtig. Lerntempo? Nee. Ach, nee. Geht's auf Hygiene? Alles klar. Unglaublich langweilig. Ja, das geht. Du musst ja nicht mit Patienten sprechen. Nee. Ja. So, dann stellen wir einfach 5 neue ein. Und keiner davon wird Geisterjäger. Ich denke nicht, dass wir so viele davon brauchen. So, und alle kriegen jetzt eine Ausbildung in Instandhaltung. Von dir. Kurs starten. Wisst ihr, ich habe nachgedacht. Wenn die Grundlage von Hylotology auf der natürlichen Heilkraft der Orbikugel beruht, könnte man sich da nicht einfach einen Ball oder Luftballon besorgen und ihn fest an sich drücken? Vielleicht mache ich das, wenn ich das nächste Mal die Grippe bekomme. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Wie viele Geräte hier immer noch ein Update kriegen können, ist unglaublich. Der mittlerweile repariert, dann können wir ja wieder aufmachen.